Am Präsidium fand soeben ein Vorsitzwechsel statt. Nationalratspräsident Sobotka hat an zweite Präsidentin Bures übergeben. Nächster Tagesordnungspunkt ist der Tagesordnungspunkt Datenerhebung und Forschung im Bereich häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen. Da geht es unter anderem um die systematische Erfassung von Vorurteilsmotiven bei Strafanzeigen. Erste Rednerin wird Selma Yildirim, SPÖ, eine Tiroler Juristin sein. Auf die mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.